aus in Masca zurück zur heimischen Oper. Man darf ab und zu aus der Traviata-Welt flüchten, meint Staatsoperndirektor Dominique Meyer und versucht das im Moment mit Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni. Denn, so sagt Meyer, dieses Werk hätte genauso gut gestern geschrieben werden können. Zum ersten Mal wird die Oper aus der Werkstatt Brecht und Weil im Haus am Ring aufgeführt. 1930, zum Uraufführungszeitpunkt, war die Oper ein wahres Politikum, von rechten Kreisen als übelster Kulturbolschewismus abqualifiziert. Heute erkennt Regisseur Jérôme Deschamps darin die Provokation der Gedanken und inszeniert möglichst nah am Libretto, um den Vorstellungen der Autoren möglichst nahe zu sein, meint Barbara Pichler-Hausegger mit einem Vorbericht. Ich finde, das Stück war wahrscheinlich nie aktueller als jetzt. Wenn es etwas gibt, was du haben kannst für Geld, dann nimm dir dein Geld. Wenn einer vorübergeht und hat Geld, schrei ihn auf den Kopf und nimm dir sein Geld. Tut alles fest. Weil die Probleme, die da debattiert werden, sind so alt wie die Welt oder so alt wie das Geld, wenn sie so wollen. Solange es Geld gibt, gibt es auch Mahagoni. Es ist sehr unterhaltsam sowieso, aber es führt auch zu einer Reflexion über die heutigen Zeiten. Die Krise, die Finanzkrise, die Wirtschaftskrise. So viel ist also klar. Heute vom Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni zu erzählen, liegt nahezu auf der Hand. In der Staatsoper ist derzeit ein internationales Ensemble beschäftigt, die Botschaften von Brecht und Weil dem Publikum so nahe wie möglich zu bringen. Mit ihrer Theatermaschinerie, die da vor uns abläuft, wollten Brecht und Weil die Zuschauer davon überzeugen, dass die Regentschaft des Geldes alles verändert. Die zwischenmenschlichen Beziehungen, Liebesgeschichten, einfach das gesamte Leben. Eine Botschaft, die 1930 ebenso ihre Gültigkeit hatte. Knapp nach dem großen Börsencrash in Leipzig uraufgeführt, hat das Stück einen der größten Theaterskandale in der Weimarer Republik ausgelöst, mit einschlägigem politischem Hintergrund. Übel, hundsgemein und vor allem künstlerisch impotent, lautete ein Urteil. Die legendäre Weil-Darstellerin Lotte Lenier erinnerte sich an nationalsozialistische Protestaktionen vor Beginn der Oper und Schlägereien im Opernhaus. Die goldene Zeit für Dichter des Zuhältertums ist um, meinte ein aufrechter Nationalsozialist. Nur noch 4 weitere Aufführungen sollten in Leipzig folgen. Als jüdisch-bolschewistisches Machwerk wurde die Oper von Kurt Weill und Bertolt Brecht verunglimpft und von Theodor Wiesengrund Adorno später als erste surrealistische Oper bezeichnet. Der nach Richard Wagner für eine Oper nahezu zwingende lineare Erzählstrang ist verschwunden. Momentaufnahmen der Entwicklungsgeschichte der Stadt Mahagoni folgen Schlag auf Schlag. Die Brechtsche Vorstellung vom epischen Theater hat Einzug auf der Opernbühne gehalten. Mahagoni ist natürlich ein deutliches Statement gegen die bourgeoise Gesellschaft. Aber auch der Traum von einem neuen Darstellertypus. Brecht und Weil wollten Künstler auf die Bühne stellen, die sich über die Aussagen der Autoren im Klaren sind. Darsteller, die sich nicht damit begnügen, einfach zu singen und ihre Rolle zu spielen. Sie
wollten, dass sich die Schauspieler, die Sänger, die Rollen darstellen, nicht identifizieren mit diesen Rollen, ja, sondern dass sie einfach eine Funktion, sage ich immer, eine Funktion erfüllen. Also sie haben jetzt eine Botschaft, die senden sie, möglichst schillernd und farbig, so sehe ich das. Aber dann haben sie ihre Funktion auch erfüllt und dann kann man sie auch so wie Marionetten irgendwie so beiseite stellen. Wir wollen in unserer Musik den Menschen unserer Zeit sprechen lassen. Und er soll zu vielen sprechen. Wir haben eingesehen, dass die Grenzen zwischen Kunstmusik und Verbrauchsmusik allmählich aufgehoben werden müssen. Hat Weil 1932 festgehalten. Es ist irgendwie ein bisschen eine Anti-Oper auf eine gewisse Weise, aber sie haben auch die große Arie des Jimmy, da brauchen sie einen richtigen Heldentenor, den wir auch haben. Das ist wirklich in der Tradition der Oper geschrieben, die Weil ja sehr gut kannte. Und er hat halt ein paar Mal so, ist er sozusagen über die Linie rausgegangen und hat andere Dinge reingeholt, die man damals vor allen Dingen im Opernhaus ja nicht hatte. Märsche und jazzige Stücke und so weiter. Aber das macht die Sache ja spannend.